So, es gibt eine neue Funktion eine verbesserte Funktion in 1.3.1, die irgendwie ein bisschen untergegangen ist, die aber für, sagen wir mal, ambitionierte Amateure, die mit RAW-Bildern arbeiten, sehr entscheidend ist. Also gehen wir mal jetzt hier zum Beispiel in dieses Bild rein und sagen, okay, das will ich bearbeiten. Dann bekomme ich ein etwas unterbelichtetes Bild, ist klar. Das müsste ich jetzt entsprechend bearbeiten. Deswegen der erste Bereich ist Entwickeln. Das kleine Zeichen jetzt hier RAW in Blau sagt eben aus, es handelt sich um ein RAW-Bild. Sehr entscheidend ist. Und hier habe ich natürlich Möglichkeiten. Und zwar kann ich jetzt natürlich anfangen zu entwickeln. Aber viel entscheidender ist der erste Schritt, dass ich jetzt im Prinzip die Möglichkeit habe, Profile zu benutzen. Was ich vorher nur sehr umständlich mit DCP-Files hinzufügen und so weiter machen können. Hier sind die DCP-Files, die ich mal zugefügt habe. Aber jetzt erkennt tatsächlich Luminar Neo die entsprechende Kamera und bietet mir die Kamera entsprechenden Sachen an, aber auch zum Beispiel den Adobe-Standard als Profil. Ne? Das heißt, in der Hinsicht habe ich hier natürlich viel mehr Möglichkeiten als früher. Ich kann hier eben sagen, okay, ich nehme jetzt den Landscape-Modus, dann erkennt er hier, das war mal, das ist eine alte Aufnahme, eine 7R, ne, schon ein paar Jahre her, die bin jetzt im Landscape-Modus und er hat automatisch, ich versuche es mal zu zeigen, ich hoffe, es ist sichtbar, hier schaut mal auf das Bild und auch auf die Schattenbereiche, eine automatische Anpassung der Farben wie auch der Kontrastwerte gemacht. Das reicht natürlich nicht aus. Ich muss jetzt natürlich hingehen und sagen, okay, ich will jetzt die Schatten ein bisschen aufhellen. Ich möchte jetzt hier die Schwarztöne ein bisschen aufhellen. Ich muss natürlich gucken, was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe, dass ich natürlich entsprechend auch gucke, ob da einen entsprechenden Farbstich drin ist, um den entsprechend auszugleichen und so weiter und so fort. Aber viel entscheidender ist, dass ich die Möglichkeit habe, Kameraprofile zu benutzen, die in der Kamera schon vorhanden sind. Und auch bei älteren Kameras hier, wie bei der 7R, die ja schon so einige Jahre auf dem Buckel hat, das auch entsprechend erkannt wird. So, das kurz und knapp zu der neuen Version 1.3.1. So, ich hoffe, das hat euch etwas gebracht und ich würde mich natürlich auch mal um eine gewisse Reaktion freuen. Ne? Also, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.